Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vom Regionalliga-Punktspiel, dritter Spieltag, 1. FC Lokomotive Leipzig gegen FC Eilenburg. Und das Spiel endete 2:0 vor 3.827 Zuschauern. Gutes Ende aus blau-gelber Sicht. Dennoch als erstes natürlich die Einschätzung des Gästetrainers. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch zu den aufgrund der Effizienz verdienten 3 Punkten. Ja, alles was jetzt folgt, seht es mir nach, ist vielleicht ein bisschen Selbsttherapie, aber ich bin davon überzeugt, weil ich denke, das Spiel findet in weiten Strecken zwischen den Strafräumen statt. Ich habe dort eine sehr, sehr mutige, eine sehr, sehr engagierte Mannschaft gesehen, die alles probiert hat, die es spielerisch versucht hat zu lösen, gegen ein Stadion, gegen eine Mannschaft, die Basics beherrscht, die Basics abruft und eine Mannschaft, die leider sich ein Stück weit wieder ins Hintertreffen bringt durch ein geiles Tor am Anfang, schon schwer den zu nehmen und dann auf unsere Kappe nehmen, ist zu einfach, Madara läuft nur durch, da ist keiner dran. Ist dann zu einfach, liegst du wieder 2-0 hinten und dann, ja, dann seht es uns nach. Dann können wir nicht jede Woche das Ding drehen und hier nochmal Halligalli machen für euch. Ich bin zufrieden und vor allem zweite Halbzeit, ich meine, wir wechseln dann auch ein bisschen durch, geben trotzdem den jungen Spielern auch nochmal eine Chance, trotz des Risikos zu wissen, du kannst das dritte bekommen. Aber die haben das super gemacht, haben das System hinten raus nochmal umgestellt. Einfach alles probiert heute und ja, aufgrund der Effizienz geht es völlig in Ordnung. Und wir müssen einfach in der Box offensiv wie defensiv arbeiten. Da bin ich bei den Basics nochmal abschließend. Offensiv müssen wir einfach wieder lernen, ganz, ganz schnell, dass wir da eklig sein müssen, dass wir hingehen müssen, dass wir zielstrebig sein müssen. Und auch defensiv einfach das Begleiten nicht reicht oder gar nicht da sein nicht reicht. Und ja, wir sind ein Ticken weiter als letztes Jahr, deswegen bin ich optimistisch. Und wenn die Mannschaft so weitermacht, dann wird sie sich belohnen. Ich wünsche euch alles Gute. Guter Start für euch. Jetzt ist eine Pause, ist für alle gut und ja, wünsche uns trotzdem allen noch einen schönen Abend und bis zum Rückspiel. Vielen Dank, Sascha Prüfer. Vielen Dank, Sascha Prüfer. Und natürlich auch unser Cheftrainer Jochen Seitz mit seiner Einschätzung zum Spiel. Ja, zuallererst einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich denke, wir sind heute gegen einen guten Gegner angetreten, der das wirklich sehr ordentlich gemacht hat. Wir wussten auch um die Spielstärke von Eilenburg. Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird. Ich glaube, die Mannschaft hat aber richtig gut gegengehalten. Und wir gehen natürlich auch mit 2-0 in Führung, ja, wie so ist. Aber das erste Tor war sehr schön rausgespielt mit einer Flanke und guter Einlauf von Min, der dann wirklich das schön auch macht, dann endlich mal eine Standardsituation. Da haben wir wirklich auch viel dran geübt, dass das mal funktioniert jetzt im dritten Spiel. War auch super geschlagen von Pasi und dann auch sehr gut eingelaufen. Machen dann das 2-0 und dann war es natürlich ausgeglichenes Spiel, viele Zweikämpfe, teilweise auch hitzige Duelle dann. Schiedsrichter hat sehr viel laufen lassen, deswegen war es dann natürlich auch ein bisschen, ja, härtere Zweikämpfe, wie man es vielleicht ab und zu bei anderen Spielen sieht, aber alles noch im Rahmen gewesen. Zweite Halbzeit müssen wir dann eigentlich aufgrund der Umschaltaktionen, die wir wirklich hatten, dann auch frühzeitig noch das 3-0 schießen. Dann müssen wir nicht bis zum Schluss zittern, weil 2-0 ist immer so, wenn der Maß 2-1 fällt, dann wird es immer noch ein bisschen ungemütlich. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Defensivleistung meiner Mannschaft war wirklich heute auch wieder, wie auch die letzten oder die vorherigen zwei Spiele, heute auch wieder herausragend gewesen. Wir lassen sehr wenig Torschancen zu. Ich weiß gar nicht, ob Eilenburg überhaupt oder ob Naomi überhaupt einen Torschuss halten musste. Also das machen wir wirklich sehr gut, egal ob wir vorne drauf gehen oder auch hinten wirklich das wegverteidigen. Das passt und wie die Basics, wie mein Kollege schon sagt, die Basics, die passen und die Jungs, die zerreißen sich und es macht einfach Spaß zuzuschauen. Natürlich wissen wir auch, dass wir im eigenen Ballbesitz haben wir auch gerade in der ersten Halbzeit so 2-3 schwächere Phasen gehabt, wo wir einfach zu einfache Ballverluste hatten, wo wir dann teilweise über den Ball fallen, aber da haben wir auch eine falsche Positionierung, das gilt es halt noch ein bisschen besser umzusetzen.
Wenn wir aber der Mannschaft dementsprechend nochmal zeigen, dass wir dann uns auch da weiterentwickeln. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch noch weitere Punkte einfahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Entschuldigung, eins habe ich natürlich noch vergessen. Euch natürlich auch weiterhin alles Gute für die Rest oder für die nächsten Spiele. Ich glaube, ihr habt eine gute Truppe und ihr werdet eure Punkte schon holen. Dankeschön. Dann wäre jetzt die obligatorische Frage, gibt es Fragen seitens der Presse? Ich bin es heute nicht so. Dann habe ich diesmal einen Tippspielgewinner, Holger K. Ja, bin ich. Herzlichen Glückwunsch, ziemlich genau, 2-0. Ja, danke. Oh, danke schön, freue ich mich. Bitte schön. Für alle, die Pech hatten, den Wimpel gibt es natürlich auch im Fanshop. So, und dann letzter Punkt. Hallo. Letzter Punkt von mir. Nächstes Spiel am 21.08. in Berlin bei Victoria. Fahrt dahin, unterstützt die Jungs vor Ort. Und dann am 25.08. nächstes Heimspiel gegen Halle. Möglichst viel. Wir machen die Bude voll. Haben ein gutes Spiel. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönes Wochenende, euch eine gute Antwort. Und alles Gute.